schön, schön. Oh, es geht sofort los. Oder nein? Oh. Und damit willkommen zurück zum Lobby-Simulator. Wir spielen das zu Halloween, bringen es aber nicht zu Halloween raus. Warte mal, hast du einen Tipp unten links? Also, ja. Mittig. Hast du den Albtraum spielen? Albtraum, war das nicht der Geist? Das ist Freddy. Aber zuerst warten wir. Ah, Mutters Behausung, Roter Wald. Mein Oli. Hey, hallo. Warte, bist du das neben mir? Nein, das bist du gar nicht. Warte mal, bist du das? Hallo. Die da, sind die das? Hallo. Nee, das bist du nicht. Nein, ich bin das. Seit wann hast du dein Oberteil wieder gewechselt? Ja, ich fand, das andere war zu auffällig. So ein oranges Oberteil. Ja, das kennen die noch nicht. Ach, ist das Ding bei dir auch so ein großes Gebäude? Ja, lass mal da hochgehen. Am liebsten würde ich gegen die Jägerin spielen, weil irgendwie ist die kacke. Nein. Ich weiß nicht, ob man da hoch kann. Ah, doch, da. Also gut, die Jägerin irgendwie. Tschö. Das ist nicht die Jägerin. Freddy, war, ne? Es ist Freddy. Es ist Freddy. Hast du ihn gesehen? Ja. Wo ist der lang? Ich weiß nicht, welche. Ach, halt, bin hinter dir. Lauf doch nicht, Alonso! Hi. Hallo. Wo ist er? Alter, die ist an uns vorbei, oder? Es ist dieses 1, 2. Freddy kommt vorbei. Oh Gott, der ist unsichtbar, ne? Was? Der ist gerade uns vorbeigelaufen. Der sieht uns, der sieht uns! Der ist unsichtbar! Wie, der ist unsichtbar? Also, entweder leckt es bei mir rum, oder er ist unsichtbar, weil die ist gerade in der Luft geschwebt. Ach du Scheiße, der ist wirklich unsichtbar! Ich stand hier gerade neben dem Generator, den er zerstört hat. Direkt daneben! Ist der behindert? Direkt daneben! Oh! Ich renn mal schnell da drin und hol die. Den oder die. Kann das sein, dass er hinter mir ist? Vielleicht, ob ich sie holen kann. Das heißt ja. Ich hab ihn gesehen! Also wirklich gesehen! Ach du Scheiße! Warum ist das schwarz-weiß um mich herum? Alter, das sieht aus wie so eine Albtraumkarte gerade! Oh, voll. Ich bin wieder voll in die Arme gesprungen. Aber der hat doch gerade hier den anderen an der anderen Position geholt, oder kann er sich porten? Scheiße. Und ich häng am Haken. So, wo bist du? Also, nee, das ist echt unverdient. Warte, okay. Das ist nicht okay. Der ist jetzt mal vorbeigelaufen, ein anderer. Fuck! Direkt bei mir! Scheiße. Ernsthaft? Hätte ich nur die scheiß Schrot gehabt, Mann. Gerade die scheiß Granate in der Hand. Christian, ich hol dich jetzt nur los direkt. Nein! Die Taschenlampe bringt einen Dreck! Ernsthaft, wird einfach aufgegeben. Ja, so wie der andere Typ auch. Ich hätte noch ein paar holen können. Wir hätten gerade eben zu viel rumlaufen können, aber der ist kurz bevor ich bei ihm war, hat aufgehört. Hä? Ja, ich war. Warum ist der jetzt auf einmal zu mir? Es gibt, ich bin doch schon tot. Ciao! Das braucht aber ein bisschen Biss. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Ja. Also für ein paar Sekunden kriegt er mich nicht. Dann kriegen wir erstens im Albtraummodus. Luke. Ernsthaft, ist er jetzt weg oder? Ich weiß es nicht. Schön.
Guck mal da drinnen noch wieder die Kühe. Die sehe sie! Alter. Nein! Nein! Lass mich! Ist das mies? Nein, das ist kein Haken. Komm schon. Komm schon. Schaffst du nicht. Nein! Oh. Alter, das war so mies. Ich bin in die Richtung gelaufen. Oh nein. Hey, doch, du hast doch diesen Vorwarnungsperk, ne? Ja. Ist der gut? Vorwarnung. Du hast die unbestreitbare Fähigkeit, Gefahr zu spüren. Erhalte eine hörbare Warnung. Alter, was ist los mit mir? Erhalte eine hörbare Warnung. Du solltest wenn Worte du in benutzen. Die Bitte was? Ihr solltet Wörter benutzen. Wenn du in die Richtung des Killers schaust, in einem 45-Grad-Kegel, innerhalb einer Reichweite von 36 Metern. Die Warnung hat einen Cooldown von 30 Sekunden. Nach jeder Aktivierung. Warnung übertrumpft jegliche Tarnungsfähigkeiten des Killers. Also halt in einem 45-Grad-Kegel kann ich sehen, in maximal 36 Metern, wo der gerade rumrennt. Ja, das schon, aber kommst du damit gut klar? Ich habe das selber gesehen, dieses Ding. Ja. Du musst es mir nämlich nicht vorlesen. Was? Sag das doch. Ja, du sagst doch irgendwas dazu oder so. Oh Gott. Und wie das? Ich kann ein Schach sein zu. Was? Oh. Ist bei mir. Das ist alles. Was? Alter, wie hart hat denn das jetzt gerade geleckt? Wer ist denn der Killer? Oh, das ist der Killer. Nein! Was? Alter, das ist so abfuck mit dem Laggen. Ja, ich bin hinter der Kiste, ne? Vielleicht bin ich neben der Kiste. Und dann guck ich mich um, es ist gar keine Kiste mehr da. Ich bin einfach so weggelaufen vor dem Killer, der war direkt hinter mir. Und auf einmal bin ich hier, keine Ahnung, hinter ein paar Gebäudemauern. Der Killer ganz weit weg, ich sehe nur, wie der da rumsteht. Ich denke so, hä, was ist mit dem Killer? Steht der stand rum, ich gehe wieder hin. Ist er wieder weg? Und dann ist so, beste Erklärung wieder da. Alter, so eine Runde hatten wir schon mal. Was zum Fick? Ich habe jetzt so eine Regenbogenkarte. Regenbogen. Und schmecken die Fingernägel. Oh, leck. Ich muss auch mal probieren. Mit Ölflecken schmeckt das noch viel besser. Nee. Cats und Gewetti. Gewidi. Ich würde ganz kurz noch gucken, was ist eigentlich jetzt diese Regenbogenkarte? Oh, falsche Fähigkeit, freie Objekte in einem Radius von 8 Metern aufzuspüren. Schwarze Schlösser in einem Radius von 8 Metern. Ich habe einfach nur Fähigkeit des Killers in einem Radius von 8 Metern, okay. Ich drücke gleich bereit, Moment, Opfergabe. Und bereit. Ich habe eine Opfergabe noch. Ja. Schon wieder Finger, Digga. Haben wir nicht. Kannst aber nicht das. Hey, Cat. Miau. Bist nicht gemein. Ich hab den Killer gesehen. Es ist schon wieder unsere liebe Freundin, die Summerin. Ich mag die Jägerin. Diese Summe, die ist irgendwie cool. Was sind die hier? Also hier. Gwidi. Alter, diese Vorwarnung hat irgendwie nicht geklappt. Du musst auch in die Richtung gucken, ne? Wo die herkommt. Ja, mach ich auch. Hat nicht ganz geklappt, finde ich. Ich hab sie gehört, bevor ich dieses Wort geklaut habe. Ernsthaft? Amateurin am Berg. Ey, sag nix. Das
wäre zu geil, wenn ich diesen Quick-Dame-Event jetzt danach verkackt hätte. Mhm. Alter, schon das dritte Mal hat die es verkackt. Bei mir ist das auch eine verkackt. Also insgesamt schon das vierte Mal, aber dreimal mit mir zusammen. Alter. Siehst du dann die Aura des Killers oder was ist los? Nee, also dann kommt einfach nur so ein Geräusch. So ein. Achso, du siehst nichts. Ich sehe sie nicht. Also du siehst dann, also bei Vorwarnung siehst du nichts und du hörst nur was. Ja. Ah ja, ich weiß. Es ist wie beim Generator so ein Geräusch. Also hier Quicktermine, was auftaucht. Alter, fünfmal und das Ding ist immer wieder hochgegangen bei der. Jetzt renn mir nicht hinterher, ich mach das alleine, nein. Nein. Bleib weg. Falconi ist auch gerade eben auf mich zugerannt, ne? Ich hab trotzdem einfach noch die Kiste bespült, obwohl ich sie genau sehe, so. I don't give a fuck. Alter, was will die? Die rennt mir die ganze Zeit hinterher. Die steht auf dich. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich bin sie losgeworden. Um es mit den Worten von Hangover zu sagen, das ist wie Herpes, den Scheiß verlierst du nie. Toll war. Hast du ja gerade gesehen? Was? Ach komm. Okay, warum noch nicht? Wann gönnt uns doch noch den Spaß da durchzulaufen? Mac! 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 Oh oh! Entschuldigt mich? Ja, oh, in der Küche, Mac. Das ist nicht der Schlüssel. Jetzt geht's aber. Ich glaube, der Kinder kann echt schaffen. Und das war von mir das dritte. Ich weiß nicht, einer von den drei Kreidebeuteln war meiner. Was machen Kreidebeutel nochmal? Ich weiß das nicht. Einfach einpacken. Ich muss die Dinger mal loswerden. Hau raus. Ich will das Tor öffnen. Mach das Tor auf. Da, das. Ey, wollen wir wieder auf das Schiff gehen? Dafür kommt wieder die Milliardäre. Das ist voll gespoilert. Ja. Benutze jetzt auch nicht meinen Kopf in meinen Kopf. Ich muss ganz schnell vom Thema ablenken. Weißt du, ich hab diese eine Sache. Die Delfine. Delfine? Was redest du hier von Delfinen? Es geht hier um Generatoren. Ich hab schon verstanden, Generator ist was anderes als ein Delfin. Weißt du, Generatoren, die sind auch nicht gesund für Delfine. Hey, hör zu. Ich hab diese eine Sache, die Delfine haben und das ist der Entdeckungssinn. Delfine? Was laberst du jetzt von Delfinen? Hey Mann, komm schon. Geh weg, ich bin hungrig und er hat meinen Apfel gegessen und redet jetzt über Delfine, obwohl es ja eigentlich um Äpfel geht. Okay, hab's verstanden, Mann. Ein Delfin ist was anderes als ein Apfel. Ja, und außerdem sind Äpfel auch nicht besonders gesund für Delfine, also... Was hat ein scheiß Delfin mit einem Apfel zu tun? Oh Mann, ey. Ich hab hier Mac bei mir. Alter, das wird man komplett über die ganze Map.